Ja, jetzt werde ich so ein bisschen Basics erzählen, weil es einige gibt, die noch nicht sich so intensiv damit beschäftigt haben, mit der Theorie. Für die, die letztes Jahr schon dabei waren oder die 5 Wilber-Bücher gelesen haben, die werden dann abwinken und sagen, alles kalter Kaffee. Das ist auch völlig okay. Ich werde euch mit, also ich habe hier 67 Folien. Das Schöne ist, ihr dürft alle Details vergessen. Es kommt nur auf die Grundstruktur an. Und wenn ihr hier rausgeht und also ganz elegant mit 5 Begriffen, nämlich Ebenen, Quadranten, Linien, Zuständen und Typen, jonglieren könnt und wisst, aha, diese 5 Begriffe, das und das ist damit gemeint. Das ist im Prinzip alles, was man wissen muss. Und nachher wird eine Folie kommen, wo ich also den gesamten Wilber auf einem Blatt habe. Das geht. Also der hat so viel Literatur geschrieben und das meiste ist, sind Beispiele, Details, Gelaber. Und der springende Punkt sind wirklich diese 5 Begriffe. Da ein Gefühl für zu haben und diese zu benutzen, sein eigenes Bild von der Wirklichkeit zu strukturieren. Das ist eigentlich der Kern. Und die ganzen Details kann man getrost vergessen. Ich werde sehr viel mit Farben arbeiten. Achtet immer sehr auf die Farben. Also die Sachen bedeuten was. Ich werde hoffentlich dran denken, da auch noch was drüber zu sagen, wenn es dann gerade dran ist, und fange jetzt erstmal an. Das ist also wie an der Uni, da habe ich das so gelernt, so ein schöner Fahrplan. Wie weit wir kommen, das ist ziemlich egal. Also bis Punkt 2 sollten wir mindestens kommen, weil das ist das, worauf es ankommt. Der Rest sind dann einfach nur Praxisbeispiele. Hier hängt jetzt irgendwo, wo ist denn das jetzt hingekommen? Dort hinten liegt Gott 9.0. Das ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel aus der Praxis, wie ein paar Theologen die integrale Theorie auf das Christentum angewendet haben. Es gibt, das sind hier nur alles Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Es gibt Management-Trainer, die völlig andere Beispiele nehmen würden. Man kann das also, da es eine Metatheorie ist, wirklich auf jeden Bereich des Lebens anwenden. Und ich habe natürlich die Bereiche rausgezogen, wo ich ein bisschen Ahnung habe. Aber jeder hat seinen eigenen Lebensbereich und wenn er eben mit diesen 5 Begriffen, Ebenen, Quadranten, Linien, Zuständen und Typen umgehen kann, dann kann er das halt auf diesen Bereich anwenden. So, Konstruktion der Wirklichkeit. Achso, erstmal noch ein bisschen Personenkult oder eben gerade nicht. Hauptsächlich beziehen wir uns auf Ken Wilber. Wobei Ken Wilber nicht der erste integrale Denker war. Vorhin waren mindestens Jean Gebser, Teilhard de Chardin, Aurobindo. Also alles Leute, die schon versucht haben, dort Vorarbeit zu leisten. Und Ken Wilber selber sieht sich auch nur in einer Reihe. Das, was an ihm besonders ist, ist, denke ich, dass er ein Systematiker ist. Während viele Menschen sich damit beschäftigen, innerhalb eines Fachgebietes neue Erkenntnisse zu gewinnen, hat er versucht, nach Strukturen zu schauen. Er hatte also unendlich viel Weltwissen gesichtet und ihm kam es überhaupt nicht auf die Details an. Es war ihm völlig wurscht, ob Zucker Krebs erzeugt oder nicht, wenn er sich da irgendeine Doktorarbeit angeguckt hat, sondern er hat versucht, Strukturen zu finden, welches Bewusstsein muss ein Mensch haben, um diese oder jene Erkenntnis zu haben. Und hat also nach tiefen Strukturen gesucht. Und das ist eigentlich das, weshalb also auch diese integrale Theorie entstanden ist oder Philosophie, dass es da um tiefen Strukturen geht, dass nämlich bestimmte Erkenntnisse immer eine bestimmte Bewusstseinsentwicklung voraussetzt und dass deshalb diese integrale Theorie auch eine Bewusstseinstheorie ist. Es ist eine Theorie über die Entwicklung der Erkenntnisfähigkeit des Menschen und macht es möglich, dann sämtliche Erkenntnisse, die wir Menschen bisher gehabt haben, von der Steinzeit, wo wir angefangen haben, Feuersteine zu bearbeiten, über magische Sachen, über die alten Hochreligionen etc., bis in die heutige Zeit,
diese Erkenntnisse dann in dieses mehrdimensionale Modell einzuordnen. Der Mann ist 10 Jahre älter als ich, also 63, ist ziemlich schwer krank, hat sich in den letzten Jahren weitgehend zurückgezogen, tritt auch kaum noch öffentlich auf. Ist nicht immer ganz einfach. Also neben ihm als dem Initiator der integralen Bewegung gibt es auch Alternativbewegungen, die sich integral nennen, die sich da ein Stück emanzipiert haben, was ich grundsätzlich sehr spannend finde, weil da es dadurch eine lebendige Diskussion gibt. Also die integrale Theorie ist auch eine Theorie in Progress, das ist keine Offenbarungsreligion, die einmal ausgesprochen wird und steht, sondern die sich ständig weiterentwickelt, wo Wilber selber zum Beispiel sich beim Übergang von Wilber 4 zu Wilber 5 selber widerlegt hat, zum Beispiel, was er bis Wilber 4 noch für Unsinn geredet hat, dass er spirituelle Entwicklungsmöglichkeiten auf die Intellektuellen oben drauf gepappt hat und gesagt hat, das war großer Quatsch, das sind völlig verschiedene Dimensionen, da habe ich einfach mal 15 Jahre lang Unsinn geredet. Also sowas wie Selbstkritik und Selbstverbesserung ist auch möglich. Ja. Kannst du sagen, wo das steht schriftlich? Ich habe Unsinn geredet, 15 Jahre. Das war jetzt eine freie Zusammenfassung. Ich habe schon gedacht, nein, das hätte. Nee, aber er hat, das war falsch. Also dass das ein Irrtum war, dass es ein Irrtum war, das sagt er irgendwo ganz deutlich. Also es war ein Irrtum. Ich habe mich da geirrt. Also ist damals in irgendwelchen Zeitbars sehr stark diskutiert worden. Die findest du, wenn dann in integrale Spiritualität, weil das ist der Übergang zu. Aber da macht er zum ersten Mal die Trennung, dass er also die Wilber-Combs-Matrix einführt und das nicht mehr oben drauf pappt. So. Ja, aber ne, ich darf mich ein bisschen leger ausdrücken. Wir sind ja auch, wenn es für die Ewigkeit festgehalten wird, doch unter uns. Mir persönlich ist es einfach immer nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass also wir selber werden höchstwahrscheinlich selber auch verschiedene Bewusstseinsebenen vertreten und es gibt doch immer wieder auch Tendenzen in der integralen Bewegung, dass Menschen, die selber eher ein blaues Selbstverständnis haben, dazu neigen, Wilber wie einen Propheten zu behandeln, der eine Offenbarungsreligion offenbart hat und dass es darum nicht geht, sondern dass es eigentlich eher um einen grünen, gelben oder sogar türkisen Umgang damit geht, der eben eine dialektische Weiterentwicklung, auch Kritik und Ähnliches zulässt und trotzdem natürlich wertschätzt, was dieser Mann geleistet hat. Mich würde noch interessieren, aus welchem Umfeld kommt er und ist er mehr Wissenschaftler? Oder? Okay, der hat in Biochemie promoviert, wird seit seiner Kindheit The Brain genannt, hat ein fotografisches Gedächtnis, liest also am Tag 3 bis 5 Bücher, aber so Doktorarbeiten und so, also ne, und hat dann angefangen, das zu systematisieren, ist eigentlich so sein erstes Buch erschien, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, Wege zum Selbst war, glaube ich, das allererste. Hat sich sehr lange sehr kompliziert ausgedrückt. Also die frühen Wilber-Bücher sind eine echte Strafe mit Mut und Gnade. Das war dann das erste Allgemeinverständliche. Da wurde dann persönlich und auch später ist es ihm gelungen, sehr komplexe Inhalte immer verständlicher darzubieten, bis hin zu den letzten Büchern, die ich jetzt schon fast ein bisschen zu populär und vulgär finde, wo ich mir doch, also so sein literarisches Großwerk auch von der Sprache ist Eros, Kosmos, Logos, das ist also wirklich für Menschen, die gern denken, ist das einfach ein Genuss von der Dichte, von der Sprache und so weiter. Das gibt es in etwas einfacherer Form, noch eine kurze Geschichte des Kosmos, ist im Prinzip derselbe Inhalt, aber so ein bisschen einfacher. Die letzten fand ich jetzt ein bisschen sehr einfach, wobei immer noch spannende neue Ideen drin sind, wie zum Beispiel eben, wo ich nachher drauf kommen werde, die zwei Entwicklungsrichtungen des Bewusstseins. Also diese Auseinanderdefinierung die Differenzierung von spiritueller und kognitiver Entwicklung, dass die nicht übereinander oder nacheinander sind, sondern dass das zwei eigene Dimensionen sind.
Komme ich nachher noch drauf. Gut. Ein kleines Zitat von C.G. Jung: Es ist ein absurdes Vorurteil, dass unser Universum auf einer materiellen Grundlage basieren soll. Wir können im Gegenteil sagen, dass die materielle Existenz des Universums eine reine Vermutung ist, da wir von Materie nur das wissen, was uns durch unsere Sinne vermittelt und in unserem Bewusstsein abgebildet wird. Der erste Punkt auf meinem Plan war ja, die Wirklichkeit zu hinterfragen und also deutlich zu machen, dass wir nicht wissen, was Realität ist. Kant hat es da als erster so richtig auf den Punkt gebracht mit seinem Ding an sich. Wir wissen nicht, was das Ding an sich ist. Ich weiß nicht, wer Mandy ist. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt existiert. Ich habe nur eine Abbildung davon, dass dort irgendetwas Mandy-ähnliches sitzen könnte. Also es ist eine reine Interpretation meines Bewusstseins und wir müssen schauen, dass es da verschiedene Ebenen der Interpretation gibt. Die erste Interpretation ist durch unsere biologischen Anlagen begrenzt und die hat schon ein Baby. Es gibt also zum Beispiel nirgendwo im gesamten Universum die Farbe Blau. Also, dass wir eine Farbe als blau wahrnehmen, ist schon eine Interpretation durch unser Bewusstsein, auch wenn wir nicht mal den Namen kennen. Ein Baby sieht auch blau, aber es gibt halt nur verschieden lange Lichtwellen, die von unseren Augen auf unsere Weise in blau übersetzt werden. Eine Fledermaus zum Beispiel mit ihrem Echolotsinn kann mit den Blaufarbwellen überhaupt nichts anfangen. Das wird eine Fledermaus nie sehen. Eine Libelle mit ihren Rasteraugen höchstwahrscheinlich auch nicht. Die werden alle wahrnehmen, dass dort irgendetwas ist. Es scheint also sowas wie eine objektive Realität zu geben. Sowohl die Libelle als auch die Fledermaus als auch ich mit meinen Augen werde um den Hindernis einen Bogen machen. Wir alle nehmen auf verschiedene Art wahr, dass da irgendetwas ist und trotzdem werden wir alle was völlig Verschiedenes wahrnehmen. Weil wir nur unsere Abbildung der Realität haben und nicht wissen, was das wirklich ist. Was das Hindernis eigentlich ist, meinetwegen Auto oder so, ne, als Interpreter. Und die nächste Interpretationsebene ist, dass wir unser Bewusstsein entwickeln, vom Baby zum Erwachsenen, mit einer Sprache, mit kollektiven Bewertungen von Dingen und anfangen, außer der reinen sinnlichen Wahrnehmung, dann auch noch eine bewusstseinsmäßige Interpretation darüber zu stülpen. Also eine Libelle, die meinetwegen das Auto auch wahrnimmt, weiß nicht, dass das Ding Auto heißt. In dem Moment, wo wir das Ding mit dem Wort Auto beschreiben, bezeichnen, trennen wir es von der Umgebung ab, was für die Libelle noch ein Realitätskontinuum ist. Die sieht das Auto fließend in den Boden übergehen, fließend in den Baum, der daneben steht und so weiter. Trennt die nicht. Wir alleine durch unsere Benennung des Autos als Auto heißt, das Auto ist das Benannte und alles andere ist davon getrennt. Sprache ist zum Beispiel unser wichtigster kognitiver Filter, um die Realität in Einzelteile zu zerlegen, die eigentlich ja ein Kontinuum sind. Dann haben wir natürlich unsere kollektiven Bewertungen. Die einen finden Autos klasse, vor allem wenn sie schön orange sind. Die Grünen finden Autos scheiße. Das schwingt dann alles mit. Also finde ich ein Auto gut oder nicht gut? Ruft es positive oder negative Gefühle hervor? Und macht daraus dann letztendlich außer der Wahrnehmung über die Sinnesorgane eine sekundäre kognitive Wahrnehmung. Also wir haben eine primäre Konstruktion der Wirklichkeit über unsere Sinneswahrnehmung und eine sekundäre, indem wir das dann noch kognitiv interpretieren. Und wenn sich viele Menschen zusammenschließen und sich auf eine kognitive Interpretation von irgendetwas einigen, dann nennen wir das eine Theorie. So entstehen also wissenschaftliche Theorien, dass Menschen sich geeinigt haben und sagen, also wir betrachten mal die gleiche Sache alle ähnlich. Wir nehmen bestimmte Axiome als gegeben an und einigen uns darauf, dass diese oder jene Sache so zu betrachten ist. Und die integrale Theorie ist halt letztendlich auch nur eine sekundäre Konstruktion. Es ist eine konstruktivistische Theorie. Es gibt im gesamten Universum keine Typen, keine Ebenen, keine Linien, keine Zustände. Aber es macht uns es viel, viel einfacher mit
der Realität umzugehen, wenn wir annehmen, dass es diese Dinge gäbe. Und eine Theorie ist immer also eine Abbildung der Realität, aber nicht die Realität selber und kann also die Realitäten unterschiedlich genau beschreiben. Es ist also ein Unterschied, ob ich einen Fluss nur einteile in einen Oberlauf und einen Unterlauf oder ob ich sage, es gibt eine Quelle, einen Strom, einen Delta, das Meer oder ich kann noch viel mehr Unterteilungen machen und die Grenzen für diese Unterteilung, die sind festgelegt, willkürlich festgelegt, also kaum jemand wird sagen können, wo geht das Bächlein in das Flüsschen über, wo geht das Flüsschen in den Strom über, etc. Also man kann das um 2, 3, 4, 5 Meter hin und her rutschen. Ne, es ist immer ein Spielraum dabei und deshalb geht es nicht darum, ist diese Theorie wahr, sondern nur ist diese Theorie nützlich. Also eine Theorie, mit der ich Sachen differenzierter beschreiben kann als mit einer anderen Theorie, ist meistens nützlicher. Wenn ich mir also die ganz frühen Weltkarten anschaue und heute sehe, wie wir vom Universum aus mit Kameras die Erde im Meterbereich vermessen, dann sind diese Karten natürlich viel, viel genauer. Ich habe eine viel größere Auflösung, viel größere Detailschärfe und kann mit so einer Karte viel mehr anfangen, als damals, als man vermutete, dass es einen Südkontinent geben könnte und dort einfach einen großen Kreis malte. Na, also eine heutige Abbildung von Australien ist einfach mal viel aussagekräftiger. Und insofern also auch die integrale Theorie ist einfach nur nützlicher als Theorien, die es vorher gab. Was spannend ist, da komme ich nachher noch drauf, diese Theorie nimmt den Kartenzeichner mit hinein. Sie fragt nämlich auch, wer hat diese Karte gezeichnet? Ich werde also mich gleich outen und sagen, ich bin irgendwo bei, was das genau ist, werde ich nachher erzählen, bei Gelb vermute ich von der Bewusstseinsebene, bin neutraler Monist. Also vermute, dass es hinter dieser, bin also kein Idealist, kein Dualist und kein Materialist, sondern ich selber nenne es gerne einen neutralen Monisten, weil es natürlich auch wichtig ist, ein Christ beschreibt zum Beispiel die gleiche Realität anders als ein Materialist. Ne? Dummerweise wird meistens bei irgendwelchen wissenschaftlichen Theorien nicht dazu gesagt, wer sie weshalb gemacht hat. In dem Moment, wo man sie das dazu sagt, kriegt man auch eine Idee, wie weit man damit kompatibel sein könnte oder nicht. Genau, das ist einfach so, wie sich einem grünen Menschen die Realität darstellt. Es ist ein bunter großer Haufen bunter Knete, wunderschön alles durcheinander, was es alles gibt in diesem Universum, verrückte Kaffeetassen, Schamanismus, Quantentheorie, verschiedene Auffassungen von Pädagogik, Religionen, Literaturwissenschaft und so weiter. Und keiner weiß genau, wie das zusammenhängt. Es ist alles schön durcheinander. Und Wilber hat halt gesagt, okay, ich gucke mir das alles mal an und versuche, tiefen Strukturen zu finden und versuche, ein System reinzubringen. Und hatte die Idee, wir stellen einfach 4 Schränke ins Gehirn, wo wir die verschiedenen Sachen einsortieren. Und von unten nach oben, unten fangen wir mit den etwas groben an und nach unten werden wir immer subtiler und komplexer und hat auf diese Art und Weise eine Struktur kreiert, die plötzlich, ja, immer noch kullern sind, aber viel schöner. Also, und die, das ist auch sehr wichtig, eine fraktale Struktur ist. Also Wilber kommt eigentlich mit den beiden Endpolen Materie, Geist aus, die in den verschiedenen Dimensionen in ständig neuer Verwandlung immer wieder auftauchen. Es gibt nur eine Ausnahme, zu der werde ich gleich kommen. Aber grundsätzlich geht es immer um die Extrempole Materie, Geist und irgendwelchen Abstufungen darauf. Fraktale Struktur, zum Beispiel wird es nachher Quadranten geben und jeder Quadrant ist natürlich wieder in Quadranten teilbar, der wieder in Quadranten teilbar ist, der wieder in Quadranten teilbar ist. Fraktale Struktur, wem ist das ein Fremdwort? Also Selbstähnlichkeit heißt das, ne? Also dass es grundsätzlich eine Selbstähnlichkeit gibt, dass also das gleiche Grundprinzip immer wieder kehrt. Das sind also die Quadranten. Hier zeigt sich die einzige der einzige Bruch, wo es nicht um
um das Materie-Geist-Kontinuum geht, nämlich das Einzahl-Mehrzahl-Kontinuum. Das Einzahl-Mehrzahl-Ding, was in den Quadranten deutlich wird. In den Quadranten werden wir sehen, es gibt also immer individuelle und kollektive Ausprägung, aber es gibt ja eigentlich kein Individuum. Also du als Individuum bist eigentlich ein Körper-Geist-System. Dein Körper ist wiederum ein System, nämlich von verschiedenen Körperorganen. Dein Geist ist ein System von verschiedenen Bewusstseinsbereichen etc. Also man könnte auch dich, also halt hier haben wir es, diese Linien habe ich hier alle recht fließend gemalt und das ist hier die Linie, die in den Quadranten als fest angenommen wird. Aber nach innen sind wir auch Systeme und nach außen gibt es natürlich auch immer größer werdende Systeme. Also das Individuum ist in eine Familie eingebettet, die Familie in ein Volk, das Volk in die Menschheit. Also auch hier, man kann natürlich auch eine Familie als ein Individuum betrachten und die Grenze hier ziehen und das Volk als das nächstgrößere System oder ein Volk als ein Individuum betrachten und die Menschheit als etwas größeres System. Nur um deutlich zu machen, dass das auch eine willkürliche Einteilung ist, die von Individuum zu Gemeinschaft am sinnvollsten ist. Aber genau genommen kann man nicht mal das genau sagen, weil auch dort gibt es, man kann jedes Individuum als System betrachten und man kann jedes System auch wiederum als Individuum betrachten. Wichtig ist nur, dass immer die gleiche Komplexitätsstufe erhalten wird. Das ist das einzig Wichtige, weil sonst stimmt es nicht. Ja. Auf den Begriff Holon mit einnehmen. Das kommt als nächstes, genau, das kommt als nächstes, genau, Ganzheitteile ist mit drin. Hier wird mal deutlich an Bewusstsein, an der Selbstentwicklung, also Bewusstseinsebenen und an Entwicklungslinien, wie sich hier wieder dieses Kontinuum Geist-Materie, hier haben wir jeweils die Materie, hier haben wir einen Geist. Das physische Selbst ist erstmal das körperliche Selbst, ne? Das definiert sich über den Körper, über die Materie. Das emotionale Selbst, Gefühle erleben wir über den Körper, aber natürlich haben Gefühle schon eine stärker geistige Komponente. Regelrollen zeigt unsere soziale Stellung. Rationales Selbst, pluralistisches Selbst sind dann schon reine Bewusstseinsebenen, die jetzt nicht mehr wirklich körperlich festgemacht werden. Da kommen wir also immer stärker in den Geist hinein. Dann die als Entwicklungslinien haben wir die Körperwahrnehmung, die Emotionen, das konkrete Denken, formale Denken, dialektisches Denken. Da merken wir auch, wie wir vom Körper immer weiter weg zum Geistigen kommen. Also auch dort geht es wieder letztendlich nur um dieses Materie-Geist-Kontinuum. Insofern ist also die Wilbersche Theorie wirklich eine sehr sparsame Theorie. Gut, das war also jetzt theoretische Vorrede zum Thema, was ist Realität? Hier muss man nur wissen, worüber wir reden, ist einfach eine Konstruktion der Realität, wie wir Realität konstruieren. Und höchstwahrscheinlich wird es irgendwann bessere Konstruktionen geben, aber im Moment ist es die beste. So, jetzt kommen wir zu Wilber selber. Das erste Element sind die Ebenen, und zwar Ebenen, die dadurch entstehen, dass es Evolution gibt. Evolution ist das nächstwichtige Wort in Wilbers Sprachgebrauch. Das heißt, es hat irgendwann mal einen Anfang gegeben. Wir vermuten, dass es der Urknall ist. Es gibt andere physikalische Theorien, die auch sagen, das Universum ist in einem ständigen Zusammenziehen, sich wieder aufblähen, die ich sogar für sinnvoller halte. Aber jedenfalls, soweit wir zurückschauen können, bis heute hat es Evolution gegeben. Egal wie der Anfang war, das Universum hat sich entwickelt von einer Explosion im Bruchteil einer Sekunde, einem Aufblähen zu einem Plasma, einem immer stärkeren Differenzieren zu Elementarteilchen, die sich zu Atome verbunden haben, die sich zu Molekülen verbunden haben, die sich zu Zellen verbunden haben, die dann irgendwann immer komplexer wurden, sich Arbeitsteilung überlegten und zum Schluss so eine verrückten Wesen wie uns geboren haben. Und wie ich das vorhin bei dem Fluss schon sagte, man kann es also ganz grob einteilen, nämlich zum Beispiel die Entwicklung der toten Materie und die Entwicklung der lebenden Materie, also Materie und Leben wäre die allereinfachste
Einteilung. Man kann es aber auch deutlich stärker differenzieren. Das ist immer von meinem eigenen Kriterium abhängig, wie ich das differenziere. Und aus Wilberscher Sicht ist es wichtig, dass es nicht nur eine quantitative Entwicklung gibt, sondern auch eine qualitative Entwicklung. Dass also, was in unserer naturwissenschaftlich dominierten Welt gerne übersehen wird, dass es eben nicht nur darum geht, dass es immer vielfältiger wird, sondern dass es ein Zunehmen an Qualitäten gibt, die nicht mehr vom Vorhergehenden erklärt werden können. Wenn ich mir also die ersten Elementarteilchen angucke, bis hin zu einem Atom, diese sind physikalisch beschreibbar. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das sind also Elementarteilchen und haben in erster Linie physikalische Qualitäten. In dem Moment, wo sie sich zu Molekülen verbinden, sind sie natürlich immer noch physikalische Dinge, aber Moleküle können nicht mehr vollständig durch Physik erklärt werden, sondern dann kommt die Chemie schon dazu, weil nämlich Moleküle auch zu chemischen Reaktionen fähig sind. Als nächstes kommt der Sprung zu den ersten Eiweißverbindungen und Zellen dann. Da kommt also dann eine neue Qualität ins Spiel, die man Biologie bezeichnen kann, als Biologie bezeichnen kann. Dann entwickeln sich die ersten Nervensysteme etc., beziehungsweise Pflanzen und Tieren haben durchaus schon eine relativ komplexe Wahrnehmung der Umwelt, bis hin dann zum Menschen, wo dann das Gehirn und Denken reinkommt. Also es gibt immer eine immer stärkere Differenzierung und eine Zunahme an Qualitäten, wofür es neue Wissenschaften geben muss, weil die dann nicht mehr durch die vorhergehende Wissenschaft vollständig erklärbar ist. Und das macht eigentlich deutlich, dass es also nicht nur eine Differenzierung ist, sondern eine Zunahme an Qualitäten. Und Wilber beschreibt es so, wenn wir uns, um deutlich zu machen, dass es da eine echte Evolutionshierarchie gibt, immer wenn ich eine Ebene rausnehme, sind alle anderen Ebenen davor nicht berührt und alle Ebenen danach stürzen in sich zusammen. Also wenn ich zum Beispiel die Ebene der Zelle herausnehme, sind alle komplexeren Lebewesen gleichzeitig mit tot, wenn es keine Zellen mehr gibt. Aber Elementarteilchen, Atome, Moleküle sind da völlig unberührt von. Das interessiert die überhaupt nicht. Ich könnte auch Atome rausnehmen, dann wären alles, was da drüber ist, dann weg. Aber Elementarteilchen werden davon nicht berührt. Es gibt also offensichtlich so etwas wie evolutionäre Hierarchien, die aufeinander aufbauen, die vorhergehende Ebene mit umfassen, aber eine neue Qualität sind, die darüber hinausgeht. Übrigens, wenn zwischendurch Fragen gibt, Verständnisfragen, Diskussionen nicht, aber Verständnisfragen können jederzeit gestellt werden. Ne? Ja. Vielleicht ist es eine Diskussion noch Verständnisfrage. Also es würde ja eigentlich bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn wir jetzt momentan die am höchsten entwickelten Wesen im Universum sind, ja, und es entwickelt sich ständig weiter, wird ja irgendwas noch nach uns kommen. Ja, genau. Ja. Das ist davon, ich vermute auch, die Frage ist, wenn es eine Entwicklung gibt, von der toten Materie zu immer mehr Bewusstsein, ist es eine Frage, ob diese Entwicklung jetzt in der Kreation neuer Wesen bestehen wird oder ob diese Entwicklung zum Beispiel eher auf geistiger, eher eine geistige Entwicklung ist. Also meine persönliche Vermutung ist zum Beispiel, weil ich das zwischendurch erlebe, dass es nach dem Individualbewusstsein so was wie Gruppenbewusstseine geben wird, wo Menschen, die verschiedene individuellen Stärken haben, sich zusammenschließen und quasi Bewusstseinsfamilien bilden, so wie sie früher auf Blutsebene Blutsfamilien gebildet haben. Dann kommt so eine Ebene, wo eben diese Atomisierung des Individuums ist und dass dann darüber hinaus Menschen anfangen, dass also diese zunehmende Evolution dann nicht mehr so sehr im Körperlichen ist, weil körperlich haben wir haben noch unendlich Kapazitäten im Gehirn, ne? Sondern dass die weitergehende Entwicklung eben auch sich immer stärker vom Körperlichen, das war ja von Atomen zu Molekülen, zu Zellen, war ja noch eine sehr körperliche Entwicklung, ne? Und dass sich immer stärker auch ins Bewusstseinsmäßige, in den Geist verschiebt. Das ist meine Vermutung. Also, dass wir nicht auf den Übermenschen warten, auf den biologischen Übermenschen, sondern eher
im Bewusstsein uns weiterentwickeln. Ich glaube, auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Weil ja. gerade das, was du gerade gesagt hast, die Familien zu fallen. Also ja, das genau. gibt es eigentlich bald genau. nicht mehr. Aber es finden sich Gruppen wie wir zusammen. Ja, genau, die Geistesfamilien, ne? geistige ja. Familien bilden. Menschen, die eine Resonanz zueinander haben. Genau, genau das passiert gerade. Keine Diskussion, ne? Okay. Also, ich hätte jetzt einen Widerspruch. Okay. Statt Familie was anderes kommt, ist nicht die höhere Entwicklung. Okay. Gut. Das ist nur noch mal ein gleicher Blick auf das, was ich vorher gezeigt habe, die sogenannte Philosophia Perennis, wo deutlich wird, dass der Entwicklungsgedanke schon sehr früh ist, weil das finden wir schon in der Antike, solche Vorstellungen, oder im frühen Christentum bis hin. Hier wird aber eben deutlich, dass bestimmte Bereiche noch darüber gesetzt werden, die Wilber dann nochmal anders differenziert später, aber gerade bis zu Wilber 4 hat er eben diese Philosophia Perennis auch vertreten, also dass die Materie sich entwickelt, daraus entwickelt sich Leben, daraus entwickelt sich Vernunft, daraus entwickelt sich die Seele und daraus entwickelt sich Geist. Dem stimmt er heute nicht mehr zu, und das ist auch eine Seite, also ich finde diese Berichtigung auch super gut. So, irgendwann im Mittelalter, sprich am Ausgang des Mittelalters mit Übergang zur Renaissance, genau genommen die ersten Vorboten gab es schon in der Antike, wurde klar, dass man das Ganze nicht mehr zusammen sehen kann, sondern dass man eigentlich trennen muss, oder es wurde zum ersten Mal auch wirklich wahrgenommen in diesem berühmten Satz, ich denke, also bin ich, und res cognita und res materiens oder so, von Descartes, dass es eigentlich zwei verschiedene Bereiche gibt des Lebens, nämlich Bewusstsein und Materie. Also das ganze Mittelalter hat Bewusstsein und Materie ja noch völlig zusammengedacht und noch nicht wirklich getrennt. Und infolge dieser deutlichen Unterscheidung zu sagen, Materie und Bewusstsein sind zwei verschiedene Sachen, haben sich also auch zwei verschiedene Wissenschaftsbereiche entwickelt, die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften. Und die Naturwissenschaften hat gesagt, hier, wir beschäftigen uns mit den konkreten Sachen, das ist nachweisbar, das, was ihr macht, das sind alles, ist alles Gehirnakrobatik, das kann kein Mensch wirklich beweisen, dass das so ist. Wir übernehmen jetzt mal die Führung, und das ist halt bis heute so die Situation, dass die Naturwissenschaften sehr versuchen, den gesellschaftlichen Diskurs prägen, nicht überall. Vor allem, es gibt einige Naturwissenschaften wie die Quantenphysik oder so, die an ihre eigenen Grenzen kommen und deshalb schon wieder ins geisteswissenschaftliche Gebiet rüberrutschen, wogegen zum Beispiel die Psychologie, ich habe ja selber Psychologie studiert, im Moment wirklich glaubt, oder viele Vertreter der Psychologie immer noch glauben, man kann Psyche rein neurologisch erklären und also am liebsten richtig stolz darauf sind, dass sie doch eigentlich eine harte Naturwissenschaft sind, wo ich also nur verständnislos den Kopf schütteln kann. Also es gibt viele Physikprofessoren, die richtig mit stolz geschwellter Brust behaupten, ich bin ein Naturwissenschaftler. Ja. Das war also die Entwicklung quasi zur Moderne oder die Aufklärung, wirklich zu festzustellen, und es ist auch eine Leistung festzustellen, dass Körper und Geist zwei unterschiedliche Bereiche sind, aber sie haben eben mit der Überbewertung der Naturwissenschaften dann doch das Kind auch ein bisschen mit dem Bade ausgekippt. Dann jedenfalls jetzt wird deutlich, dass natürlich in diesem Moment eine Philosophia Perennis ganz anders aussehen muss, wenn ich nämlich in einem Quadranten bleibe, sprich im rechten, im materiellen Quadranten, habe ich halt eine Differenzierung zwischen Atome, Moleküle, Zellen, Gehirn und die dazugehörigen Wissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Neurologie. Dann gibt es hier also nichts sowas wie Seele und Geist und auch keine Theologie oder Mystik. Das wäre jetzt also eine auf dem aktuellen Stand des Wissens eine in sich konsistente Philosophia Perennis für den naturwissenschaftlichen Bereich. Da wird es deutlich, dass es im Materiellen eine immer größere Differenzierung gibt, die durchaus eben auch eine
qualitative ist. Mit der Postmoderne, die so um 1900 losging als Massenbewegung dann in den 60er Jahren, wurde dieser Bereich nochmal getrennt. Man kam nämlich darauf, während vorher alles doch sehr individuell betrachtet wurde, dass alles einen Kontext hat. Und es entstanden also die Systemwissenschaften, die also zum Beispiel Anthropologie, Soziologie etc., Wirtschaftswissenschaften, die dann also sagten, genau genommen müssen wir das nochmal trennen, nämlich das Bewusstsein und die Materie und die Kultur, die das individuelle Bewusstsein beinhaltet, und den sozialen Kontext, sprich die Systeme, wo das Individuum körperlich eingebettet ist. Und genau genommen haben sich dann auch die Wissenschaften weiter differenziert, wenn man das also jetzt wirklich auf ihren Gegenstand betrachtet, benennen müsste, könnte man es Subjektwissenschaften, Objektwissenschaften, Systemwissenschaften und Kulturwissenschaften nennen. Das sind eigentlich die Bereiche, in die man heute Wissenschaft einteilen kann, die also das Leben betrachten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da jeweils in jeden Quadranten reingehört. Wir haben also hier oben erstmal die individuellen Quadranten, jeweils innen und außen. Im Integralen sagt man oft nur OL, OR, also oben links, oben rechts, oder UL, UR, unten links, unten rechts. Der besseren Verständlichkeit willen spreche ich es meistens aus und spreche dann meinetwegen vom kollektiv inneren Quadranten. Und wir sehen also, dass es verschiedenste Wissenschaften gibt, die sich sehr deutlich in diese Quadranten einordnen lassen. Ich lese das jetzt mal nicht alles vor, sondern lasse euch einfach eine Minute oder zwei Minuten Zeit, das selber zu lesen. Und da kommt höchstwahrscheinlich eine perfekte Aufnahme. Okay, ne, ich mach mal. Es ist einfach, niemand muss sich diese Beispiele merken, das ist einfach nur, um das so ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Und das ist natürlich nicht vollständig. Nee, auf keinen Fall. Ich habe nur so Sachen, die sich aufdrängen, daraus genommen. Ne? Es geht nur, damit ihr eine Idee habt, was in die Quadranten im Einzelnen reingehört. Und wir werden in Zukunft, also Wilber hat das erstmal überhaupt so deutlich gemacht, diese anderen Wissenschaften haben das zwar alles getrennt, denen ist aber zum Großteil gar nicht bewusst gewesen, dass es getrennt ist. Zum Beispiel auch gerade die ganzen Grünen, nennen wir diese Bewusstseinsebene, die in Systemen denkt, die Moderne quasi, die zieht zum Beispiel diese Linie oft gar nicht richtig sehr sauber. Also die Soziologie zum Beispiel, es gibt sowohl eine beobachtende als auch eine verstehende Soziologie, die also in beides reingehört. Eine, die nur äußere Dinge betrachtet, äußere Systeme, und eine, die wirklich versucht zu begreifen, was da passiert. Also es ist von ihnen getrennt worden, ohne dass sie sich zum größten Teil dessen selber bewusst sind. Erst diese Draufsicht aus der integralen Perspektive konnte uns dazu führen zu sagen, hey Leute, das sind eigentlich verschiedene Bereiche. Und das, was ich grundsätzlich am besten finde an dieser ganzen integralen Theorie in der Praxisanwendung, ist zum Beispiel, dass man immer sieht, ich habe zum Beispiel eine Klinik damit evaluiert und konnte anhand dieser Quadranten und Ebenen ganz genau zeigen, wo die zum Beispiel blinde Flecken haben, wo die einfach nichts anbieten oder so. Also in dem Moment, wo man da so strukturiert vorgeht, kriegt man immer mit, wo fehlt noch was. Und das ist das Tolle, weil dann kann man bewusst danach suchen und diese Löcher füllen. Gut, bei Wilber wird also vom individuellen inneren Quadranten im Allgemeinen von der individuellen Psyche gesprochen, die eine Ich-Perspektive ist. Subjektiv und introspektiv erfassbar. Also ich kann mich am besten selber erfassen, indem ich nach innen schaue. Körper und Verhalten sind also alles das, was einzeln beobachtbar ist, was außen passiert, was empirisch beobachtbar ist. Also bis hin zu, ich kann natürlich auch Gehirnströme beobachten. Gehirnströme gehören also eindeutig hier rein. Gedanken sind was, für die diese mit diesen Gehirnströmen korreliert sind etwas ganz anderes. Die gehören hier rein, ne? Weil Gedanken kann ich nicht beobachten. Und
Systeme und soziale Institutionen sind also der körperliche Ausdruck des Kollektivs, also zum Beispiel Bildungswesen, Verkehrswesen oder Termitenbau und die Hierarchien innerhalb eines Termitenstaates. Und die Kultur ist im Prinzip das kollektive Bewusstsein, das intersubjektive Bewusstsein, was wir gemeinsam aufbauen. Zum Beispiel verhalten wir Deutschen uns in der Kneipe anders als die Polen zum Beispiel. Wir setzen uns an die Tische, die noch leer sind. Die Polen setzen sich immer an die Tische, die schon besetzt sind. Das ist zum Beispiel eine kulturelle Unterschiede, die jetzt für fast alle Deutschen gelten oder so. Oder auch bestimmte Werte, die wir haben, zum Beispiel Gleichberechtigung der Frau, die in anderen Kulturen eben überhaupt nicht so üblich sind. Das sind also alles immaterielle Dinge, die, oder dass wir Deutschen inzwischen wirklich selbst in Unterschichten inzwischen Müll getrennt wird. Das ist in anderen Ländern zum Beispiel überhaupt nicht üblich oder so. Ne? Die sagen, die haben alle, das sind alles Korinthenkacker, die haben da einen an der Klatsche. Das sind, ne, das sind verschiedene Kulturen, die letztendlich ein kollektives Bewusstsein bilden. Und Wilber selber nennt das Ganze zusammen eben einen Holon. Wenn ich das alles betrachte und mir bewusst mache, dass diese Quadranten nur für mein Gehirn sind, um Dinge zu strukturieren. Natürlich in der Realität gibt es diese nicht, aber diese Quadranten zusammengeben die Gesamtperspektiven auf ein Holon. Ein Holon ist ganzes Teile. Ja, das ist die Wortbedeutung von Holon. Das heißt, jedes Holon ist wieder in einem Holon, ist wieder in einem Holon. Und das ist das, was ich vorhin auch so als fraktale Struktur bezeichnet habe. Und ich habe grundsätzlich immer vier Perspektiven auf ein Holon. Ich kann nämlich immer mir ein Individuum, sowohl entweder die Psyche betrachten oder seine materielle Entäußerung, sprich Körper, Verhalten, Neurotransmitter, was alles dazu gehört, kann den Zusammenschluss mehrerer Individuen betrachten und da auch einmal das kollektive Bewusstsein oder ihren kollektiven körperlichen Ausdruck, also die sozialen Institutionen. So, jetzt hat er eine noch ganz wichtige Sache gemacht, die so quasi so ein Unterding ist der vier Quadranten als der vier Hauptperspektiven, und zwar die acht Perspektiven, nämlich dass alles, was wir wahrnehmen können, immer eine Innen- und eine Außenperspektive hat. Also es kann immer mich direkt treffen oder, und damit kommt der Kartenzeichner mit ins Bild, jemanden von außen. Das sieht zum Beispiel zu Anfang sehr kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn ich eine Person, also ein Jugendlicher, der in der Pubertät ist, der denkt ständig meinetwegen an Mädchen, was ihm vorher völlig egal war, bis 10, 12 Jahre, erlebt eine Gefühlschaos, ist unleidlich, findet alle Erwachsenen nur blöd und so weiter. Das ist Phänomenologie, das ist die Innenansicht, wie er sich selber erlebt. Die Außenansicht ist ein Arzt, der sagt, ich habe Psychologie studiert, ich weiß ganz genau, das ist Pubertät, das ist keine Krankheit, das ist normal für einen 14-Jährigen. Und der Strukturalismus ist halt, es gibt verschiedene Entwicklungsebenen, Strukturen, ne, nämlich Kind, Jugendlicher, Erwachsener. Und für einen Jugendlichen ist das völlig normal. Das kann auch der Jugendliche selber sein. Also er kann selber zu sich selber auch eine Außenperspektive annehmen. Er kann so intelligent sein und sagen, okay, ich weiß das, ich habe das gelernt, das ist ganz normal. Man kann es auch auf einen Betrunkenen anwenden, ne? Dass man selber von sich weiß, man ist betrunken, das ist die Außenperspektive und das unmittelbare Erfahren dessen, wie sich Betrunkensein anfühlt, das ist halt die Innenperspektive, ne? Dass man überall gegenrennt und kein Gleichgewicht halten kann und so weiter. Der Jugendliche selber natürlich macht in dieser Situation eine starke körperliche Entwicklung durch. Der Körper organisiert sich selber um, das ist die Autopoese. Ne? Also er macht einen Längenwachstumssprung, die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich und so weiter. Das ist das, was passiert, unmittelbar passiert, also die Innenansicht, der Arzt oder meinetwegen auch der Jugendliche im Spiegel nimmt das von außen wahr und stellt fest, okay, das ist also jetzt der
jugendliche Wachstumssprung und das ist dann wieder Empirizismus, weil das kann man messen, das kann man genau beschreiben etc. Das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die kollektiven Quadranten. Ne? Ich kann zum Beispiel mit jemandem in der Kneipe sitzen und ein besoffenes Gespräch führen. Das ist dann Hermeneutik. Wir verstehen uns aufgrund des gleichen Bewusstseinszustandes durch Alkohol hervorgerufen. Ein Kulturanthropologe sitzt vielleicht daneben, schaut sich das an und kriegt also mit, okay, so sind Trinkrituale in Deutschland. Das passiert da, die reden dann nur Gülle oder keine Ahnung. Ne? Das würde jemand von außen dann machen und sagen, okay, in Deutschland ist Bier ein Stück Nationalkultur. Das sind also die typischen Auswirkungen. Der Kneiper kriegt mit, dass das Bier alle ist und geht runter in den Keller, ein neues Fass anzuzapfen. Das wäre dann also soziale Autopoese, was passiert. Und der Kulturanthropologe würde beschreiben, genau damit das alles passieren kann, gibt es in Deutschland ein dichtes Netz an Brauereien und Kneipen. Das sind nämlich die sozialen Institutionen, die überhaupt sowas alles möglich machen. Ne? Und das sind jetzt einfach mal so Beispiele, dass das, was erstmal sehr komplex und kompliziert klingt, ist eigentlich nicht so kompliziert. Wenn wir bedenken, dass all das auf verschiedenen Ebenen passieren kann, habe ich also hier jetzt zwei Möglichkeiten der Beschreibung. Ist das schon die nächste Abbildung? Genau, zwei Möglichkeiten der Beschreibung. Ich kann nämlich sowohl für innen als auch für außen die Ebenen noch dazu nehmen. Ich kann also sagen, okay, der Jugendliche hier, der seine Pubertät erlebt, ist auf der Bewusstseinsebene, welche es genau gibt, da kommen wir noch. Und der Arzt, der das diagnostiziert und die Außenperspektive einnimmt, ist auch auf der Bewusstseinsebene. Er ist hier meinetwegen auf blau und der Arzt ist meinetwegen auf orange. Dann kann man also beschreiben, dass jemand auf der orangen Ebene aus der Außenperspektive diesen Quadranten beschreibt von einer Person, die auf der blauen Ebene ist oder so. Ne? Also ich kann sehr deutlich machen, wer beschreibt was. Das heißt, der Landkartenzeichner wird zum Teil der Landkarte. Ich kann immer Aussagen darüber machen, wer macht weshalb welche Aussagen über wen oder was. Und das ist schon sehr genau, weil man dadurch mitkriegt, wieso überhaupt bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen. Weil zum Beispiel ein Schamane eine Pubertät ganz anders beschreiben würde, als jemand, der Psychologie studiert hat. Nur mal als Beispiel. Weil er ein ganz anderes Weltbild hat aufgrund seiner Bewusstsein. Ich habe mal in der Psychologie studiert. Okay, das ist also jetzt diese beiden Sachen zusammengenommen. Und jetzt, ne, jetzt fangen wir an, deutlich einfacher zu werden. Wir haben Entwicklungsebenen und wir haben diese vier Quadranten, die wir der Einfachheit halber in Zukunft nur noch Psyche, Körper, Kultur und System nennen. Das ist übersichtlich. Vier Quadranten als die vier Hauptperspektiven, die jeweils innerlich oder äußerlich wahrgenommen werden können, und die Entwicklungsebenen. Jetzt kommen wir zum nächsten Element, nämlich zu den Linien. Und zwar die entstehen dadurch, dass es jetzt quasi ein Draufblick auf die Quadranten, dass der Urknall war noch schön homogen, danach gab es das Plasma und seitdem ist ein ständiger Differenzierungsprozess im Gange. Es entstehen also immer neue Dinge, die auch eine eigene Weiterentwicklung haben. Es sind also zum Beispiel zum ersten Mal Gefühle entstanden. Lust und Unlust sind die primären Gefühle, die es überhaupt gibt, die sich dann immer mehr differenzieren. Also es gibt dann die menschlichen Grundgefühle, Ekel, Wut, Trauer, Freude, was 6 Stück sind es. Was gehört noch dazu? Hier sind doch so viele Psychologen, schnell helfen. Ist egal. Angst, genau, Angst. Und dann aber, die sich natürlich immer weiter differenzieren. Es gibt also dann Scham, Liebe oder eben Sekundärgefühle. Ne? Da gibt es dann 30, 40 Stück oder so. Und also das heißt, es gibt Entwicklung zu immer mehr Differenzierung. Mit jeder neuen Ebene wird etwas differenzierter. Hier habe ich jetzt mal auf das Holon Mensch betrachtet, so Beispiele für
Differenzierung in den einzelnen Quadranten. Wir haben also einmal die Gefühle, die Selbstidentifikation, die kognitive Entwicklung, also die Entwicklung des Verstandes, die körperliche, die Motorik, wie bewege ich mich. Körperliche Entwicklung ist einfach, wie weit ist mein Körper ausgeprägt. Und das Verhalten. Das Verhalten ist halt auch, weil es empirisch beschreibbar ist, ganz klar im äußeren Quadranten angesiedelt. Als Individuum lebe ich in einer Gesellschaft, die eine bestimmte Infrastruktur hat, politische Institutionen, wirtschaftliche Einrichtungen, wie überhaupt Wirtschaft funktioniert, ne, ob das handwerklich ist oder Landwirtschaft oder, dominiert oder heutzutage halt IT-Technik. Dann gibt es eine kollektive Weltsicht, kollektive Werte und ein ganz wichtiges Element natürlich des kollektiven Bewusstseins ist die Sprache. Das sind nur mal so Beispiele, wie sich das Holon Mensch, wie sich also diese Quadranten immer stärker differenzieren in einzelne Bereiche, die sich, diese Linien entwickeln sich teilweise unabhängig voneinander, teilweise nehmen sie auch Bezug aufeinander. Zum Beispiel sind die Kognitionen ist immer das Maximum, was an Bewusstseinsebene möglich ist. Was aber nicht heißt, dass jeder Mensch, der zu einer bestimmten kognitiven Entwicklung fähig ist, auch diese Bewusstseinsentwicklung einnimmt. Deshalb ist diese Selbstidentifikation hier rot gezeichnet. Sie kann nicht über die Ebene der Kognition hinausgehen, sie kann aber deutlich darunter sein. Es gibt zum Beispiel das rücksichtslose narzisstische Genie. Ist als Vorstellung jedem sicher geläufig, dass also jemand, der kognitiv sehr weit entwickelt ist und seine Intelligenz zum Beispiel dafür benutzt, Atombomben zu bauen und sie anderen Leuten auf den Kopf fallen zu lassen oder so. Das heißt also, dass er in ethischer Entwicklung längst nicht so weit ist und sich also mit einer Ebene identifiziert, ich muss für mein Volk das meiste rausholen, die höchstwahrscheinlich nicht seiner kognitiven Entwicklung entspricht, wo er vielleicht schon längst im Systemdenken angekommen ist. Grundsätzlich ist es auch so, dass es dadurch eine Tetra-Evolution gibt, das heißt, dass die Entwicklung in einem Quadranten immer auch Entwicklungen in den anderen Quadranten nach sich zieht. Ich habe hier jetzt jeweils mal eine Entwicklungslinie nur als Beispiel. Also die menschliche Psyche setzt zum Beispiel ganz bestimmte Gehirnstrukturen voraus, sonst ist die gar nicht machbar, weshalb zum Beispiel Mehrzeller nicht so denken können wie wir oder nicht so fühlen können oder gar Einzeller. Ne? Damit sind auch ganz bestimmte Möglichkeiten der sozialen Struktur möglich. Also eine menschliche Gesellschaft ist viel arbeitsteiliger, viel stärker strukturiert als meinetwegen Tierrudel. Und das ist natürlich auch mit einer anderen Weltsicht verbunden. So ein Beispiel, was das deutlich macht, da wird auch zum Beispiel ein bisschen deutlich, wo Marx geschludert oder nicht konkret gedacht hat, weil er eben nicht so eine tolle Struktur hatte, dass zum Beispiel Erfindungen von Einzelindividuen, die ja hier stattfinden, teilweise Riesenbewegungen in der Gesellschaft verursacht haben. Denken wir nur mal an Buchdruck durch Gutenberg oder so. Ne? Also was allein so eine Erfindung, was hier im Bewusstsein eines einzelnen Menschen entstanden ist, zum Beispiel für eine Auswirkung auf die Kultur hatte, plötzlich konnten alle die Bibel lesen und auch für eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Es entstanden Bibliotheken, es entstanden Buchläden, Bücher waren ständig für jeden verfügbar, die ganze Druckindustrie. Das ist eine einzelne Idee, die unendlich viel Bewegung geschaffen hat in der Gesellschaft. Genau. Und letztendlich sicher auch im Individuum wieder Auswirkungen, wenn viele Menschen lesen, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf deren Gehirnstruktur. Das heißt, viele Menschen haben plötzlich viel stärkere Neuronenverbindungen. Also das führt auch zu einer Entwicklung im individuell körperlichen Quadranten. Gut. Das sind jetzt auch vier, aber nur als Beispiel. Jetzt kommen wir nämlich zu den Typen. Wir hatten jetzt eben also die Quadranten, die Ebenen und die Linien. Jetzt kommen wir zu den Typen. Was sind Typen? Was ist bei Typen anders? Erstmal die grundsätzliche Aussage ist, Typen sind individuelle Ausprägungen. Das heißt, ein Typ kann immer nur ein Individuum betreffen und sie sind gleichwertig, heterarchisch. Und
immer auf der gleichen Komplexitätsebene. Also das Einfachste, die einfachsten Typen sind die Dualitäten. Bei Atomen haben wir, oder bei Elementarteilchen haben wir positiv, negativ geladene Elementarteilchen. Wir haben Tag, Nacht. Wir haben Menschentypen eher emotionale, eher rationale. Das sind also erstmal überhaupt keine Wertungen, sondern sie stellen nur fest, dass, dass es nicht nur eins gibt, sondern es verschiedene gleichwertige Typen gibt. Bis hin dann zu komplexeren Systemen. Hier, das ist wieder typisch, weil ich aus der Psychologie komme. Das sind einmal die Grundformen der Angst und verbunden mit den Schwerpunkten in ihren Talenten auch und die Grundformen nach Riemann und dann die vier grundsätzlichen Kommunikationsformen nach Satir, danke, nach Virginia Satir. Das sind jetzt zufällig vier. Es gibt aber zum Beispiel im Enneagramm die neun Typen. Es gibt die Big Five von Eysenck, glaube ich. Also es gibt Typenlehren, die sind, das ist jetzt eher zufällig, das hat nichts mit den Quadranten zu tun. Es gibt ganz verschiedene Typenlehren. Eine der bekanntesten, die Wilber überhaupt nicht mag, ist die Astrologie. Und die habe ich genommen, weil die einfach durch ihre Symbole sehr schön grafisch darstellbar ist. Und das macht auch deutlich, dass diese Typen zwar auf jeder Bewusstseinsebene sich anders ausprägen, aber auf allen Bewusstseinsebenen die gleichen sind. Also ein Widder, der zum Beispiel auf einer relativ niedrigen Bewusstseinsebene alle umhaut, die ihm in den Weg kommen, das wäre der Ausdruck eines Widders auf einer recht einfachen Bewusstseinsebene, wird zum Beispiel, je höher er sich entwickelt, zum geistigen Pionier, also einer, der ständig vorangeht. Die Grundenergie, dieses Vorwärtsstürmen hat er immer noch, aber der lebt das natürlich ganz anders. Ne? Und wichtig ist also, die Typen sind auf allen Ebenen gleich, sind grundsätzlich gleichwertig. Es gibt keine besseren oder schlechteren Typen. Würdest du bitte nochmal zu den vier Grundtypen zurückbringen? Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Psychologie. Ich hätte auch ein Fünferbeispiel oder die neuen Typen nach dem Enneagramm nehmen können. Ja, jetzt bin ich aber mal... Was hat das noch mit Wilber zu tun? Ist das sein? Das ist jetzt nur eine Illustration, aber Typen ist Wilber. Genau, Typen ist eine der fünf Grunddimensionen nach Wilber. Die Illustration aus der Psychologie habe ich genommen, weil ich selber Psychologe bin. Was war mit dieser Frau Satyr? Was hat die eingeteilt in vier? Grundformen der Kommunikation. Ablenken, rationalisieren, beschwichtigen, anklagen. Wilber führt meistens nur ein paar Worte an, sagt, es gibt das Enneagramm, es gibt die Big Five, der geht nicht näher drauf ein. Ich habe das einfach nur mal versucht, deutlich zu machen. Ja. Ist das okay? Darf ich weiter? Okay. Halt, nee, das war falsch. So. Okay. Genau, das ist also, damit kann man die Typen, ich selber arbeite sehr wenig mit den Typen, spielen bei mir eine relativ geringe Rolle. In Unternehmen, gerade im Management und so, die legen zum Beispiel sehr viel Wert auf die Arbeit mit Typen. Aber der Vollständigkeit halber gehört das also zu diesen fünf Grunddimensionen dazu, die Typen. Jetzt kommen wir zum letzten Element. Wir haben also jetzt Ebenen, Quadranten, Linien und Typen. Und jetzt kommen wir zum letzten Element, das sind die Bewusstseinszustände. Vorher war schon zu sehen auf den Quadranten, dass ich die immer so als Verläufe gemacht habe, die nach außen immer stärker verblassen. Und habe die jetzt mal eingeteilt in richtig voneinander unterscheidbare Farbflächen und mit den Begriffen verwendet. Das ist nicht ganz wilberisch. Ich nehme zum Beispiel Manifest, weil Wilber nimmt grobstofflich, subtil, kausal, non-dual. Und ich persönlich bin der Meinung, also entweder man nimmt es nur Latein oder nur Deutsch, also grobstofflich, feinstofflich, leer und allumfassend wäre nur Deutsch oder manifest, subtil, kausal, non-dual wäre nur Latein. Das halte ich für konsistenter. Und letztendlich geht es darum,
um die drei Hauptbewusstseinszustände, die wir Menschen natürlicherweise alle kennen. Und das ist unser Wachbewusstseinszustand, in dem wir jetzt uns hier befinden, der Zustand, in dem wir gerade sind. Es gibt einen subtilen Bewusstseinszustand, das ist das, was jeder Mensch im Traumschlaf erlebt. Und es gibt den kausalen Bewusstseinszustand, den jeder Mensch im Tiefschlaf erlebt, also einen völlig traumlosen Zustand. Und non-dual ist die Erkenntnis, dass alle diese Zustände eigentlich nur verschiedene Erscheinungsformen des gleichen Urgrundes sind. Man muss sich jetzt bewusst sein, manifest ist der, dass jeder Zustand bewusst und unbewusst erlebt werden kann. Manifest ist schon, der kausale Bewusstseinszustand ist der Grundzustand der toten Materie. Er denkt nicht, er träumt nicht, er fühlt nicht, er nimmt nichts wahr. Atome etc. sind eigentlich im kausalen Zustand. Pflanzen und Tiere kennen schon einen subtilen Zustand, Tiere können sogar schon träumen, teilweise können Tiere, das beweist gerade Leipzig sehr gut, sogar logisch denken. Also dort gibt es so ein Institut für Anthropologie, wo dann irgendeinem Hund gesagt wird, hol mal die Giraffe, und er kennt im Nebenraum alle Namen von Dingen, die da sind, und kommt selber auf die Idee, das Ding kannte ich noch nie, das Wort kenne ich noch nicht, die Giraffe muss dieses Ding sein, weil ich nicht kenne, das ist also schon eine hohe kognitive Abstraktionsleistung. Und manifest ist also unser Wachzustand, der uns einmal unbewusst sein kann. Viele Menschen sind sich nicht bewusst im Wachzustand, dass sie bewusst sind, beziehungsweise im Hier und Jetzt, das, was die Psychologie anstrebt, dass man wirklich ganz da ist. Das ist also wirklich, dass man bewusst im Wachzustand ist. Dann geht, und dazu sind dann wieder diese spirituellen Techniken notwendig. Das ist einer der Gründe, weshalb bei Wilber eine Spiritualität auch eine Rolle spielt. Also spirituelle Praxis ist dazu notwendig, das, was subtil oder kausal ist und was man normalerweise nicht bewusst erlebt oder nur kleine Reste davon, nämlich unsere Traumreste, diese Bereiche auch bewusst wahrnehmen zu können. Und es könnte sein, dass sich in dem Moment, wo ich das bewusst wahrnehmen kann, ganze Universen eröffnen. Dass eigentlich das, was ich wahrnehme, nur ein Bruchteil dessen ist, was ich wahrnehmen könnte, wenn ich gleichzeitig zum Beispiel bewusst subtile oder kausale Räume wahrnehmen könnte, könnte ich ein völlig anderes Bild vom Universum haben. Warum das so ist, da kommen wir nachher drauf, wenn wir uns die Evolution des individuellen Bewusstseins des Menschen anschauen. Hier erstmal noch eine kurze Geschichte von Nisargadatta Maharaj, die vielleicht, ich habe euch beide melden sehen, aber weil die das gut illustriert. Also Nisargadatta Maharaj wird gefragt, was tun Sie, wenn Sie wach sind? Und er sagt, ich bin mir bewusst, wach zu sein. Was tun Sie, wenn Sie träumen? Ich bin mir bewusst, zu träumen. Und was tun Sie, wenn Sie im Tiefschlaf sind? Ich bin mir bewusst, im Tiefschlaf zu sein. Da sagt der Reporter, das verstehe ich nicht. Also, wenn ich wach bin, bin ich wach und nehme meine Umwelt wahr und auch meine Innenwelt. Wenn ich träume, dann habe ich kein Bewusstsein der Innenwelt, der Außenwelt, aber ein Bewusstsein der Innenwelt. Naja, und wenn ich im Tiefschlaf bin, nehme ich gar nichts wahr. Und ich kann mich auch, und Nisargadatta sagt, das ist bei mir ganz ähnlich. Nur der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, dass ich mir jederzeit bewusst bin, in einem dieser Zustände zu sein, während Sie, wenn Sie von einem in den anderen Zustand wechseln, den vorherigen Zustand vergessen. Und das macht also deutlich, was so der qualitative Unterschied ist zwischen so einem Halbschlaf im manifesten Bewusstseinszustand, wie wir ihn jetzt erleben, und einem wirklich Wachsein. Das heißt also wirklich, die subtilen und kausalen Welten, die ja nicht woanders sind, sondern diese durchdringen, gleichzeitig mitzuerleben. Und sensitive Menschen oder Menschen in extremen Meditationszuständen etc. können diese Wahrnehmung haben, sowohl dieser Welt, wie sie jetzt ist, als auch dem, was wir nicht direkt wahrnehmen können, und erleben das also als unmittelbare Realität. Und das ist halt
der Unterschied. So, jetzt waren zwei Fragen. Du wolltest. Ja, ich habe irgendwie immer noch, ich habe, ich habe mit den Ebenen, das ist doch auch so eine Entwicklungsabfolge vom Einfachen zum Komplexeren, richtig? Mhm. Und irgendwie kriege ich das nicht gebacken, weil das ist doch jetzt genau das, also das korrespondiert doch eigentlich auch mit dem, was hier unter Zuständen ist, steht. Ne? So wie du gesagt hast, das Non-Duale korrespondiert mit einer bestimmten Entwicklungsebene und das Kausale und das Subtile und das Manifeste. Und mir ist nicht klar, inwiefern das ein völlig neues Element in der Theorie ist. Darf ich das verschieben, weil ich nachher auf die Entwicklung am Beispiel des individuellen Bewusstseins komme. Und da wird es dann ganz klar, wie wir zum Beispiel anfangen mit der Entwicklung des rationalen Bewusstseins. Ich kann es ganz kurz vorerklären. Kognitive Filter aufbauen, die uns bestimmte Bereiche der Realität nicht mehr wahrnehmen lassen. Ne? Also für einen Indianer auf einer sehr frühen kognitiven Ebene, der kaum kognitive Filter hat, sieht Aura und sieht Naturgeister. Das ist für den eine wirkliche Realität, das bildet der den sich nicht ein. Wir haben dadurch, dass wir eine modale Wahrnehmung aufbauen, der hat noch eine weitgehend amodale Wahrnehmung. Und dadurch, dass wir unsere Sinneskanäle trennen, dass wir Dinge benennen und sie nicht mehr im Fluss sehen können, nehmen wir bestimmte Sachen der Realität nicht mehr wahr. In dem Moment, wo wir zum Beispiel unsere kognitiven Filter über Meditation oder irgendwas ausschalten, können wir das plötzlich auch wahrnehmen und kriegen mit, der spinnt ja gar nicht, der bildet sich das ja gar nicht nur ein. Nur ich bin normalerweise so blind und kann diese Dinge nicht sehen oder wahrnehmen. Ja? Das kenne ich ja auch schon so ein bisschen. Also, aber dann, die Theorie bezieht sich doch nicht auf Menschen, sondern die ist doch universell. Das ist erstmal universell. Bei Menschen kann ich schon verstehen, dass man die auf Ebenen betrachten kann und gleichzeitig noch die Zustände parallel dazu angucken kann. Aber für die Theorie frage ich mich, warum ist das ein eigenes Element, wenn es doch miteinander korrespondiert? Gut, also Materie, in Materie, da ist im Prinzip nur ein Protobewusstsein und deshalb kann man es auch als Tiefschlaf bezeichnen. Ne? Aber grundsätzlich diese Differenzierung in drei Bewusstseinszustände existiert nur für die komplexesten Ausbildungen oder Erscheinungen des einen Bewusstseins. Ne? Also es gibt letztendlich nur ein Bewusstsein, was sowohl als Materie erscheint, als auch zum Beispiel als Mensch. Und nur als Mensch kann ich überhaupt zum Beispiel zwischen diesen drei Bewusstseinsbereichen differenzieren und auch noch reflektieren. Also ein Tier, ein Hund kann, meinetwegen habe ich ja an dem Beispiel erzählt, sogar abstrakt denken in Anfängen, kann aber darüber nie reflektieren, würde sich nie bewusst sein können, dass er jetzt abstrakt denkt. Also das, glaube ich, ist dann doch ein Sprung, der zu weit ist, weshalb ich einen Hund eben auch am ehesten, der kennt einen Tiefschlaf kausal und die Traumwahrnehmung des Universums, aber eine richtige manifeste Wahrnehmung wird er nicht kennen, weil er eben nicht wirklich kognitiv das Universum zerlegen kann. Ne? Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, um das deutlich zu machen, hier sind die Quadranten durchgezogen. Ne? Unser manifestes Gehirn, unser Gehirngeist, das ist der, der mit Sprache agiert und der zum Beispiel Quadrantenebenen sonst was kennt, der also eine Ich-Du-Trennung kennt, eine Bewusstseins-Materie-Trennung, der die lineare Zeit kennt, etc. In dem Moment, wo ich in veränderten Bewusstseinszuständen bin, lösen sich diese Grenzen auf. Also ich nehme mich zwar selber noch als Wahrnehmungsmittelpunkt wahr, kriege aber mit, dass du nicht mehr von mir getrennt bist, dass ich fließend in den Fußboden übergehe, dass sich Zeitwahrnehmung verändert, dass Materie und Bewusstsein letztendlich eins sind, was wir nur getrennt wahrnehmen. Also das wird hier durchlässig und spätestens im Kausalen, im Urgrund von allem gibt es keine Quadranten mehr. Das ist völlig absurd. Also die Lehre ist die Lehre ist die Lehre. Und dann man kann nicht sagen, es gibt eine individuell innere Lehre und eine individuell äußere Lehre und eine kollektiv innere Lehre und eine kollektiv äußere Lehre. Das ist natürlich Quatsch. Deshalb sind also diese Quadranten hier nicht durchgezeichnet, weil dort hören alle Kategorien auf, sonst ist man nicht in der Lehre. Solange man noch was beschreiben kann, solange man noch Kategorien hat, ist man nicht wirklich im Kausalen und deshalb macht das also keinen Sinn. Ja? Du hast
Es gibt so ein ganz schönes neues Projekt, wo der Sarah Besig uns irgendwie drauf gestoßen und hat wieder drauf stößt, hoffentlich noch, nämlich das mit dem Deutschen. Du hattest vorhin ganz kurz gesagt, wie die Zustände bei dir auf Deutsch heißen. Also grobstofflich, feinstofflich, was, wie nennst du das? Und leer. Leer? Leer. Und dann? Allumfassend. Allumfassend wäre dann das Non-Dual. Oder ungeteilt, ja genau, ungeteilt oder allumfassend. Danke. Wie kann man das jetzt sagen, dass Non-Dual im Grunde die Meta-Ebene ist? Ist im Prinzip eine Meta-Ebene, genau. Zustände, bedeutet das unbedingt bewusst wahrnehmen oder ist es einfach auch unbewusst wahrnehmen? Jeder Mensch, der nicht über sich reflektiert, erlebt grundsätzlich diese drei Bewusstseinszustände, weil er träumt, ist im Tiefschlaf und ist wach. Tut seine Arbeit als, sagen wir mal, Bauer, der nicht groß übers Leben reflektiert, der sich unterhält, das Leben nimmt, wie es ist, mit seiner Frau die Kinder großzieht und so weiter. Und der Nächste, das ist, passiert einfach. Ne? Das ist einfach Leben und in dem Moment, wo ich anfange, das bewusst wahrzunehmen, darüber zu reflektieren, kommt eine neue Qualität rein. Und irgendwie, glaube ich, hat der Mensch zwei Aufgaben, wenn er sich weiterentwickeln will, wenn ich es richtig verstanden habe. Einerseits alles bewusst wahrzunehmen, diese Zustände, und andererseits auch sich in Richtung Non-Dual zu entwickeln. Also das ist in meinen Augen schon dort, ist schon in deiner Fragestellung ist der Fehler, dass aus meiner Sicht nur noch ein Bewusstsein gibt, hat der Mensch keine Aufgabe, sondern das eine Bewusstsein hat die Aufgabe. Das eine Bewusstsein tut nur so, als ob es Jens und Wolf Mirko wäre. Und das eine Bewusstsein strebt offensichtlich danach, wenn man also anschaut vom Urknall bis heute, ist das Universum nicht nur immer komplexer geworden, sondern auch immer bewusster. Und offensichtlich scheint es also eine Tendenz dieses Universums zu sein, egal ob ich das jetzt Universum oder das eine Bewusstsein nenne, immer bewusster zu werden. Ich halte ja diese Abtrennung in ein individuelles Bewusstsein eine Illusion. Das ist das eine Bewusstsein schaut durch viele Brillen und es gibt viele Teile des einen Bewusstseins, die sich mit der Brille identifizieren und nicht mit dem einen Bewusstsein, was dahinter ist. Das ist der ganze Trick dabei, weil gegen sich selber Schach spielen macht keinen Spaß. Und deshalb hat das eine Bewusstsein irgendwann ist es auf die Idee gekommen, so zu tun, als ob es viele wäre. Eine Sache, die mir noch ganz, nicht ganz klar ist, die Reihenfolge. Du hattest ja gesagt, dass so Liquid Materie in ihrem kausalen Zustand, Tiere und so weiter subtil, Menschen dann manifesten. Dass hier die Entwicklung nach innen geht, also sonst waren ja die Linien und alles immer nach außen. Ja, ja genau, das war aber ja eine Draufsicht. Im Prinzip ist es so eine Kurve, da gibt es nachher auch nochmal eine Abbildung. Also aus der Leerheit als erstes ist aus einem vorphysikalischen Zustand jenseits von Raum und Zeit, das ist ja letztendlich die Leerheit und das kann man individuell auch erleben, ist ja irgendwann dieser Urknall in die Welt gekommen, womit sich überhaupt erstmal Raum und Zeit und Materie entwickelt hat und seitdem gibt es eine Entwicklung zu immer mehr Bewusstheit und immer mehr Komplexität. Also aus der Leerheit überhaupt, die Physik geht erstmal davon aus, der Urknall fand in einem nicht in einer nicht-physikalischen Leerheit statt, die nicht beschreibbar ist. Das ist eine Frage reinweg, der ja, das aber auch umfassend ist, allumfassend ist. Die Leerheit ist das, was immer da ist, wo das manifeste Universum nur ein kleiner Teil davon ist. Und insofern, wenn die Leerheit umfassender ist als unser manifestes Universum, würde ich die, also Wilber zum Beispiel benutzt das weiße Papier als Hintergrund, als Symbol für die Leerheit. Ne? Auf der alles, was erscheint, erscheint in der Leerheit. Der kommt ja auch vom Buddhismus, dass eben aus der Leerheit die Phänomene entscheiden. Aus dem Dharmakaya heraus erscheinen Dinge, Gedanken, Farben, Formen, Klänge. Und so weiter. Alles kommt aus der Leerheit und geht dahin zurück. Und demnach ist die Leerheit das Allumfassende und alles, was Form, Namen etc. hat, ist was Begrenztes und muss deshalb da drin sein, weil es eben definitiv kleiner ist. Gibt es noch Fragen?
uns? Ja, geht eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung Bewusstseinszustand. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben sollte. Es geht jetzt um den Begriff Non-Dual. Mhm. Dort habe ich mir aufgeschrieben, ist die Erkenntnis, dass alle diese Zustände quasi nicht voneinander getrennt sind. Letztendlich verschiedene, sowas wie verschiedene Aggregatzustände des Wassers. Ne? Also Wasser ist immer Wasser, egal ob es mir als Eis, Wasser oder Wasserdampf erscheint. Aber es ist eine Erkenntnis, es ist jetzt kein Zustand. Nein, es ist eine existenzielle Erfahrung. Eine existenzielle Erfahrung ist was anderes als eine kognitive Erkenntnis. Also eine kognitive Erkenntnis kann ein rein logischer Fakt sein. In dem Moment, wo ich das erste Mal wirklich damit konfrontiert werde, das ist eine Erfahrung wie sterben oder geboren werden. Das zieht ja einfach die Füße unter dem Boden weg, den Boden unter den Füßen weg. Das ist einfach. Ich habe wahrscheinlich das Problem, das zusammen oder auseinanderzukriegen, Bewusstseinszustand und physischer Zustand. So wie du vorhin sagtest, Wach, Traum und Tiefschlaf sind vielleicht jetzt physische Zustände. Nee, es sind natürlich kann man es auch, es gibt ja immer eine Korrelation zwischen rechten und linken Quadranten. Und natürlich ist Schlaf, und kann ich Schlaf empirisch beschreiben, indem ich Gehirnströme abnehme, ja auch deutlich mitkriege, dass derjenige sich kaum bewegt, obwohl der im Bewusstsein zum Beispiel gerade Wahnsinns-Stories erlebt und sich so viel bewegt, dreimal so schnell als im Wachen. Ne? Also sein Bewusstsein ist in einer ganz anderen Bewegung. Wobei seine Bewusstseinsinhalte werde ich nicht mitbekommen. Ich werde nicht wirklich wissen, was er erlebt. Also ich habe gerade jetzt, ich beschäftige mich ja schon auch viel mit Neurologie oder so. Also es gibt zwar diese Positivisten, die glauben, irgendwann können wir alleine aus den Gehirnströmen Gedanken rekonstruieren. Und es gibt glücklicherweise Leute, die wirklich dort an vorderster Front arbeiten und sagen, das ist alles völlige Spinne, das kannst du alles vergessen. Also es sind wirklich getrennte Bereiche. Man kann aus elektrischem Strom keinen Bewusstseinsinhalt rekonstruieren. Das ist wieder positivistischer Machbarkeitswahn und so. Das können wir voll vergessen, alleine irgendwann nur noch die Gehirnströme abnehmen zu können und zu glauben, daraus könnte ich meinetwegen Film rekonstruieren, was gerade in dem Gehirn vor sich geht, was derjenige gerade sieht und hört und schmeckt und riecht und denkt. Das ist Unsinn. Und das ist meine Vermutung auch. Ne? Und natürlich passiert da was im Gehirn. Also ich bin in dem Moment, wo ich mein Bewusstseinszustand im Tiefschlaf, das Dumme ist, in dem Moment, wo du da bist, ist er dir höchstwahrscheinlich bewusst. Kommunizieren kannst du nur darüber, wenn du nicht da bist, nämlich in deinem Wachbewusstseinszustand, und hast es dann vergessen. Also Leute, die üben, luzid zu träumen, üben genau das zum Beispiel, in diesen Bewusstseinszuständen bewusst zu sein, sich in dem Moment dessen bewusst zu sein und die dann auch steuern zu können. Das halte ich übrigens grundsätzlich für den Königsweg der spirituellen Entwicklung, wirklich zu lernen, in diesen Bewusstseinszuständen bewusst zu sein und luzid träumen, halte ich dafür fast das Nonplusultra. Besser als 20 Jahre die weiße Wand anstarren oder so. Vor allem spannender. Da gibt es Bücher für, gibt es Kurse. Luzides Träumen, ne? Und da geht es um nichts anderes als die Welten, die du sowieso jede Nacht wahrnimmst, aber dir dessen nicht mehr bewusst bist, wenn du den Zustand wechselst, diese Welten bewusst wahrzunehmen, in diesen Welten wirklich deine Träume zu steuern und wenn du wieder in den Wachzustand zurück bist, auch dich vollständig zu erinnern, was hast du da gerade erlebt. Kurzer Einwurf. Du sagst, luzid träumen ist das Nonplusultra einer spirituellen Entwicklung. Halte ich für den Königsweg. Nicht das Nonplusultra, aber den Königsweg. Ich habe gerade eine Anmerkung erarbeitet dazu. Es ist möglich, dass diese Aussage aus einer Typenbrille herkommt, nämlich von einem Mann. Was kann das? Dass es für Frauen vielleicht so nicht geht oder anders gesagt werden könnte. Also ich vermute sogar, dass Frauen den Männern da in dieser Fähigkeit überlegen sind. Weit überlegen, wahrscheinlich. Darüber habe ich gar keine Aussage gemacht.
Nee, aber das ist der Königsweg. Dann ist das nämlich für Sie, die sowieso dauernd luzid träumt, dann mehr denken, der Königsweg oder so. Und das könnte sein, weiß ich nicht. Aber ne, also sich in den verschiedenen, also gerade Leute zum Beispiel Künstler oder so, ne, die haben sowieso im Allgemeinen viel weniger kognitive Filter und denen sind diese Bereiche viel näher. Das ist eine gute Methode, dort leichter Zugang zu haben. Ich als Kopfkasper habe da echt mehr Probleme. Das ist so. Wie? Ja, trotzdem Kopfkasper ist wichtig. Ja, da darfst du gerne sein, aber... Also, wenn du das kannst, dann beneide ich dich, weil ich kann das nicht. Ich muss da immer irgendwelche Tricks anwenden und ja. Kannst du die mal verraten? Nein, ich sag da nicht schon wieder was. Gut, hier, das ist im Prinzip die gleiche Abbildung nochmal, nur von oben drauf. Und hier mache ich auf die Farben deutlich. Hier hatte ich noch die Quadrantenfarben, ne, nämlich Rot, Grün, Gelb und Blau. Die Ebenen stelle ich meistens über so Farbverläufe, Regenbogenfarbverläufe dar. Und die Zustände Weiß, Cyan und Magenta, also wenn ich jetzt keine Rücksicht nehme auf die Quadranten, dann benutze ich also diese Farben. Ihr seht es ja an den Linien auch vorher, ne, dass ihr so eine Idee für die Farbnomenklatur kriegt. Wenn man das einmal hat, wird es nämlich ganz einfach, weil man anhand der Farbnomenklatur immer genau sieht, ist der jetzt gerade in den Quadranten, ist er in den Ebenen, ist er in den Zuständen. Kamst du gerade auf die Farben? Also Rot, Grün, Blau, Gelb, sind so Grundfarben, das ergibt sich. Die Ebenen, weil die nicht klar voneinander abgegrenzt sind, weil wir diese Striche ja und es auch klassisch gewachsen ist. Du hast einmal den Regenbogen über die Chakren, das hat man schon im alten Indien benutzt. Du hast Claire Graves und mit ihrer Spiral Dynamics und diese Farbnomenklatur, das ist eben auch so gewachsen. Wilber hat immer wieder darauf hingewiesen, dass dort, wo wir gerade Linien ziehen, deshalb mache ich das meistens auch mit Strichlinien, dass das fließende Übergänge sind, ne? Dass Evolution sich in fließenden Übergängen vollzieht und nicht ich genau hier eine Linie ziehen kann, da war es noch grün, dann ist es meinetwegen gelb oder so. Und dann blieben Magenta und Cyan als relativ leicht zu generierende Farben einfach noch über. Und Schwarz fand ich jetzt nicht so gut, weil Schwarz so ein Kontrast ist, dass er immer alle anderen Farben platt macht. Das jetzt hat hauptsächlich nicht keine Abwertung von Schwarz, sondern dass das in dieser nicht so einfach zu handeln ist. Und Grau benutze ich öfter mal, um Sachen deutlich zu machen. Dieser Farbcode ist jetzt deine? Das ist mein persönlicher Farbcode, wobei man ja sagen muss, ne, Wilber arbeitet jetzt mit dem Spektralfarben, nachdem er mein Buch Integrale Psychotherapie in der Hand hatte. Also der hat sich schon durchgesetzt. Vorher hat er nur schwarz-weiß gearbeitet und seitdem, wobei ich nicht weiß, ob es daran lag, aber ich habe das als erster verwendet. Okay. Jetzt einfach so eine Idee, wie, wenn man das mal umgekehrt betrachtet, wir sind hier im manifesten Bewusstseinszustand und gucken normalerweise ins Subtile oder Kausale. Es könnte sein, dass die Bewegung des Geistes genau andersrum ist, nämlich das undifferenzierte Geist, wobei Geist ist jenseits jeder Eigenschaft. Ich muss ganz klar nochmal sagen, Geist ist eigentlich, deshalb nenne ich mich zum Beispiel auch neutralen Monisten, Geist darf nicht mit Bewusstseinsinhalten verwechselt werden. Also man neigt dazu, wenn man das Wort Geist liest, entweder an Gott zu denken oder an Denken, Fühlen, also Gedanken, Gefühle, Willen etc. Wilber benutzt Geist im Hegelschen Sinne, das heißt, Geist ist jenseits jeder Definition. In dem Moment, wo ich irgendetwas über Geist sage, kann es schon nicht mehr Geist sein. Also das ist ganz klar die Hegelsche Definition. Wilber benutzt eben sehr oft
Wörter aus anderen Traditionen. Er hat irgendwo mal geschrieben, das ist seine Verneigung vor diesen Denkern, dass er also diese Wörter weiterverwendet. Und Geist ist also ganz klar im hegelischen Sinne zu verstehen, nicht im christlichen, nicht im Geist. Wenn ich sage, meine geistige Entwicklung, meine ich natürlich meine Gehirn- oder Verstandesentwicklung. Also so, und deshalb wird es auch immer in Großbuchstaben geschrieben. Also Geist ist quasi ein Synonym für etwas, was jenseits aller Beschreibung ist. Und wenn wir Geist uns betrachten, dass das durch verschiedene Schichten durchgehen, die dann eher kollektivbewusst sind, zum Beispiel das Kollektivbewusstsein einer Familie oder der bestimmten Tiergruppe etc. und dann irgendwo sich im Manifesten manifestiert und einen Körper in sich bildet. Also die Vorstellung, wir glauben ja, dass unser Bewusstsein im Körper erzeugt wird und sich dort auch befindet. Das stimmt für die Gedanken, weil Gedanken sind ganz klar an Gehirnbewusstsein, an Gehirngeist gebunden. Rupert Sheldrake hat mal die schöne Frage gestellt, und der ist ja Biologe, der darf sowas, ne? Der hat ja einen Nobelpreis oder so, also der ist jedenfalls ziemlich weit oben an der. Der hat mal die Frage gestellt, das ist ja ganz spannend, dass unser Auge wie eine Linse wirkt und uns widerspiegelt, was wir draußen sehen. Das Komische ist, das hat die Biologie bis heute uns nicht erklären können, wie kommen die ganzen Dinge wieder nach außen? Und das finde ich eine hochspannende Frage. Es könnte nämlich sein, dass vor meine Gedanken im Kopf stattfinden und ich deshalb mein Bewusstsein dummerweise oft mit meinem Gehirn identifiziere, spätestens wenn man über Meditation mal erlebt hat, dass eigentlich alles Bewusstsein ist, kriege ich mit, dass Bewusstsein genau das ist, was vor meinen Augen ist. Nicht mein Denken, aber Bewusstsein, das ist vor meinen Augen, was vor meinen Augen ist, was ich überhaupt wahrnehme, beziehungsweise wenn ich die Ohren, wenn ich die Augen zumache, das könnt ihr alle mal kurz machen, dann wird meine Stimme in eurem Bewusstsein erscheinen. Und dieses Bewusstsein hat keine räumliche Begrenzung. Es ist nur eine fixe Idee zu denken, die Begrenzung würde dort sein, wo mein Kopf aufhört. Meine Stimme erscheint in jedem Fall in eurem Bewusstsein. Wenn sie es nicht täte, wäre sie unbewusst. Das heißt, wenn ich wirklich logisch denke, heißt das alles, was ich wahrnehmen kann, ob über die Augen, über die Ohren, immer im Bewusstsein ist, sonst wird es einfach nicht wahrgenommen. Das heißt, mein Bewusstsein muss das alles umfassen. Das heißt, dass mein Bewusstsein genau vor mir ist, einschließlich, wenn ich an mir runterschaue, und nicht im Kopf. Mein Denken ist in meinem Kopf. Das ist völlig okay. Ihr könnt auch mein Denken ja nicht wahrnehmen oder so. Aber Bewusstsein ist nicht im Kopf. Und mein Körper ist in dem Moment, wenn dieser blaue Punkt mein Körper ist, ich kann ihn natürlich wahrnehmen, ich kann ihn fühlen, ich kann hören selten, außer wenn der Magen knurrt, ich kann ihn sehen, das heißt, er ist in meinem Bewusstsein. Und diesen Gedankensprung zu vollziehen, dass ich nicht einen Körper habe, in dem sich ein Bewusstsein befindet, sondern dass ich ein Bewusstsein habe, in dem sich ein Körper befindet, dass dieser Körper quasi durch diese Leerheit durch abstrakte Formen und Farben hindurch auf ein Kollektivbewusstsein zu einem Individualbewusstsein eine immer stärkere Kondensierung ergibt, bis hin zu einem materiellen Punkt, der dann als meinem Körper erscheint. Die blauen Punkte sind vier Körper jetzt, ja? Das, nee, der blaue Punkt ist eine Person quasi, ja, genau. Mal so. Ne? Ja, das sind vier Personen, genau. Oder meinetwegen auch Tiere, die eben, wir sind im manifesten Bewusstsein höchstwahrscheinlich weiterentwickelt als Tiere. Es mag eben auch Bewusstsein geben, was nicht inkarniert ist, was also keinen Körper hat. Rein wer jemals, also Naturgeister oder wer jemals eben in Meditation Bewusstseinsfelder erlebt hat, also individuelle Bewusstseine, die einem begegnen, ohne dass sie einen Körper haben. Das wäre also zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Ne? Und mit Vertretern unserer Familie, unseres Volkes, der Menschheit bilden wir dann auch verschiedene Bereiche des kollektiven Bewusstseins, was uns normalerweise nicht permanent bewusst ist. Ne?
ja, bis hin dann zu einer Auflösung in immer mehr Leerheit und letztendlich eben in diesen Geist, der eben nicht idealistisch, nicht materialistisch ist, sondern ein undefinierbarer Urgrund von allem, was existiert. Noch Fragen? Also, als ich mich vorhin meldete, wollte ich nur kurz anmerken, Menschen, die Nahtoderfahrungen machen, also klinisch tot sind, wo das Gehirn abschaltet, die sind woanders und denken weiter. Ja. Ja? Das heißt, das, was als Gedanke da ist, existiert in einem Feld und nicht in einer Gehirnzelle. Genau, genau. Also ich mache auch gerne darauf aufmerksam, ne, wir haben, und in der Psychologie ist das allgemein üblich, die Computermetapher übernommen. Und es ist uns nicht bewusst, wir gehen davon aus, dass wir eine Hardware haben im Kopf mit einer Festplatte und einer Software. Und ne, es könnte sein, dass die Radio- oder Funkgerätmetapher viel genauer ist, dass nämlich die biologischen und neurologischen Erscheinungen werden die völlig gleichen, weil aus denen ist nicht ersichtbar, ob ich zum Beispiel Informationen meiner Sinnesorgane in den Bewusstseinsraum funke und Gedanken daraus wieder aufnehme oder ob ich das auf meine Festplatte, nämlich ins Gehirn speichere. Im Gehirn ist zum Beispiel ist heute kein Gedächtnis wirklich gefunden worden. Es gibt, man kann nirgendwo sagen, wo im Gehirn, es gibt ein Sprachzentrum, es gibt einen Haufen Zentren, aber es gibt kein Gedächtniszentrum im eigentlichen Sinne. Und ich selber vermute, dass die Funkgerätmetapher, nämlich dass mein Gehirn quasi ein Funkgerät ist, was Sinnesorgane kodiert und in ein größeres Bewusstsein schickt und ich dann aus diesem größeren Bewusstsein bestimmte Informationen wieder wahrnehmen kann, dass das der Realität viel näher kommt als die Computermetapher. Nur die ist so in unserem kollektiven Denken drin, dass keiner die mehr hinterfragt. Ja. Aber die Funkgerätmetapher, also es ist, ich schließe mich deiner Vermutung an, und es sind die russischen Futuristen der 20er Jahre und der Caligari in Italien und so, die das auch schon erforscht haben, recht genau. Also mit der Funkgerätmetapher, die lassen uns ruhig noch verbreiten. Ne? Okay. Ja, steht immer in meinen Büchern mit drin. Ja, genau. Und das können es so einfach, dass es auch verständlich ist. Ne? Genau. Ich will mal kurz ergänzen, wenn ich das Kindern erklären will, dann sage ich das so oft, wenn ihr auf den Bildschirm vom Fernseher guckt, dann seht ihr nicht, wenn ihr nur den Film seht, seht ihr nicht, wo kommt das jetzt her? Ist das jetzt eine Fernübertragung? Also über Radiowellen in Echtzeit aufgenommen von einer Kamera draußen? Ist das das Abspielen eine Gedächtnisfunktion von eurem DVD-Spieler oder von eurem Videogerät? Oder ist es eine Filmübertragung, die irgendwo jemand anders gemacht hat? Also die Quelle erkenne ich nicht, wenn ich nur den Film sehe. Da muss ich auf eine Metaebene gehen, da muss ich gucken, welche Tasten von welchem Gerät ist das angestellt. Das ist so die Radiotheorie. Okay, das ist ein Bild von meinem Lieblingsmaler, Alex Gray, und zeigt also, wie der manifeste Mensch durch seine Seele in den Geist hineinguckt. Und wobei, und das ist mir ganz wichtig, dieses Bild eigentlich nur halb ist, weil wenn alles, was existiert, nur Erscheinungen des Geistes sind, müsste eigentlich es so rum einen Pfeil geben, weil ne, eigentlich ist es so ein Kreislauf. Geist guckt durch den manifesten Menschen und seine Seele wieder auf sich selbst. Das Ulkige ist, normalerweise identifizieren wir uns mit dem hier und halten das alles für relativ unwirklich. Und aber die Wirklichkeit ist, der Zeuge ist immer anwesend, egal ob ich ihn wahrnehme oder ob ich, ne, egal ob ich mir bewusst bin, dass Geist so tut, als ob er Wolf Mirko Weinreich ist oder ob ich behaupte, ich bin Wolf Mirko Weinreich. Das ist dem Geist völlig wurscht. Alles, was durch mich wahrgenommen wird, nimmt sowieso diese Anteile an. Ne? Also ich glaube, der mittlere Kopf steht eher für Bewusstsein allgemein, gar nicht so für Seele. Seele ist so ein spezifischer Bewusstseinsaspekt. Ja, nein, ich kenne die Beschreibung von Alex Gray, die der zu diesem Bild gemacht hat. Also insofern kann ich das schon so interpretieren. Also der nennt das Wort Körper, Seele, Geist oder so. Okay, das ist jetzt der gesamte Wilber in einem Blatt. Ist ja gar nicht so schwer. Also der weiße Hintergrund des Geistes, auf dem alles erscheint, ne? Die drei
Bewusstseinszustände manifest, subtil, kausal, beziehungsweise man könnte auch Materie, Äther, Geist sagen. Äther habe ich mich mal wieder auch an die Griechen angelehnt, weil die diese Teilung hatten, was in der Gesamtheit non-dual ist. Dieser Geist entwickelt sich durch die Bewusstseinszustände hindurch, indem er sich immer mehr differenziert. Wir können ihn in den vier Perspektiven betrachten, diese Perspektiven, die sich nach außen hin immer stärker auflösen. Und für die Individuen gibt es halt innen drin auch noch verschiedene Typen. Das heißt, sie können in verschiedener Ausprägung auftauchen. Das sind also die fünf Grundelemente, Ebenen durch dieses Farbspektrum, dieses Regenbogenspektrum, Linien, sprich Entwicklungsbereiche durch die Pfeile, Typen durch die astrologischen Symbole angedeutet, die Quadranten hier oben angedeutet durch das Kreuz und die drei Zustände. Und das ist eigentlich so ein räumliches Modell. Und was die, wenn man das einmal begriffen hat, ist es ganz easy. Plötzlich kriegt das ganze Universum eine Struktur und man kann anfangen, die verschiedensten Phänomene, die einem begegnen, in dieses räumliche Modell einzusortieren. Und ich würde sagen, jetzt sollten wir erstmal kurz was für den Körper machen, weil ich glaube, das war jetzt erstmal genug an Theorie. Ich war erstaunlicherweise, also sonst, es ist auch gut, sonst rattere ich manchmal das Gesamtprogramm in anderthalb Stunden durch, was dann auch eine Belastung sein kann, weil ich nicht so intensiv auf Einzelnes eingehe. Aber das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ebenen, Quadranten, Linien, Zustände, Typen. Und ja, vielleicht erst noch irgendwelche Fragen, dass wenn irgendwas nicht ganz verstanden wurde oder und ansonsten erstmal ein bisschen was für den Körper und dann könnt ihr entscheiden, wollt ihr Nachschlag, wollt ihr Anwendungsbeispiele oder sagt ihr, wir wollen lieber Mittag essen. Das ist auch egal. Herrlich.